Bude und Bestbesetzung. Denn Heino war dabei, Uwe Weidemann. Nach 3 Spielen Sperre heute wieder auf dem Platz. Da, wo ihn Hannes Linsen am liebsten sieht, nämlich innerhalb der Mannschaft. Wir haben nur noch Endspiele, so der Trainer des FC Gütersloh, und meinte damit nicht wie im letzten Jahr den Kampf gegen den Abstieg, sondern um das Ticket für die erste Liga. Hoffnungen setzt der FCG dabei natürlich in die Künste des Angelo Vier, der sich heute einer Sonderbewachung durch den wiedergenesenen Jörg Bach erfreute. Die Gastgeber begannen selbstbewusst und knüpften da an, wo sie am Mittwoch aufgehört hatten. Toller Angriffsfußball ab der ersten Minute. Janos Givior und das Foulspiel von Lars Unger. Natürlich reklamierte Lars Unger seine Unschuld, die Zeitlupe aber belegt eindeutig den Regelverstoß. Freistoß für Gütersloh, und vor Standardsituation hatte Uli Maslow seine Elf besonders gewarnt. Natürlich wegen der Kopfballstärke von Vier. Aber es sind doch 11 Gütersloher Spieler auf dem Platz, und einer ist Meier. Christian Meier, 1:0, welch ein Auftakt. Aber war da nicht noch ein Kopf dazwischen? Wir lösen auf, liebe Zuschauer. Achten Sie in der Mitte nach, auf wen schon? Vier. Also wir haben nach dieser Szene lange gerätselt. Für mich sah es eher so aus, als würde Vier den Kopf nochmals einziehen. Was soll's, schreiben wir ihm das Tor zu. Aufklärung gibt es später. Düsseldorf in der Anfangsphase bemüht um kontrollierte Angriffe. Das ist Christian Cedi. An dem bekundete FCG-Manager Volker Graul Interesse für die nächste Saison. Sieger gegen Landgraf und Marek Lesniak, Pfosten! Marek Lesniak. Der Pole bleibt bis 1999 in Düsseldorf. 150.000 Mark Ablöse ging an Xamax Neuchâtel. Ein guter Griff, 7-mal traf er schon, das wäre fast Treffer Nummer 8 geworden. Also die Fortuna auswärts nicht zu unterschätzen. 5 Siege gab es ja schon auf des Gegners Platz, und deshalb hielt Gütersloh den Angriff für die beste Verteidigung. Frühes Attackieren bringt Ballbesitz und Chancen. 4. Welch eine Möglichkeit. Aber toll die Vorarbeit von Uwe Weidemann, und vielleicht hätte Angelo Vier besser früher den Abschluss gesucht. Was soll's, hätte, wenn und aber, weiter ging's, und vorwiegend in der Hälfte der Gäste. Mike Riedpic, Fehler von Riedpic. Wagner macht sich auf den Weg zum 2:0, hätte ich da fast gesagt. Der Außenpfosten war noch im Weg, aber nicht nur der, schauen wir noch mal hin. Mike Riedpic nimmt die Verfolgung auf und bügelt seinen Fehler selbst wieder aus. Hier die entscheidende Aktion. Die Düsseldorfer Abwehr stand gerade in den ersten 30 Minuten gehörig unter Druck. Allgegenwärtig die Euphorie in Gütersloh. Auf den Rängen, auf dem Platz und vor allem bei den Spielern. Nämlich Angelo Vier. Mann, war der heute gut drauf. Ein 2:0 in dieser Phase des Spiels wäre mehr als verdient gewesen, aber wo blieb eigentlich der Schreck der Toto-Tipper? Fortuna nämlich. Die sind in dieser Saison kaum auszurechnen, haben aber rechnerisch immer noch die Chance aufzusteigen. Doch dazu braucht man Tore. Tare war das. Iglich Tare, Düsseldorfs Top-Torjäger mit bisher 10 Treffern. Wir wechseln wieder die Seiten. Einwurf Landgraf auf Weidemann. Jetzt wurde kombiniert und der Ball lief, aber landete irgendwie nicht mehr im Netz von Thorsten Walter. Wer da verpasst hat, wissen Sie längst, liebe Zuschauer. Aber Kopfbälle macht Angelo Vier doch normalerweise mit der Stirnfalte rein. Tja, viel Freude hatte Uli Maslow nicht an seinem Team in Durchgang 1. Hannes Linsen schon eher. Und hier das Gespräch der Duellanten aus 45 Minuten. Mit 1:0 ging es nach der Pause logischerweise weiter. Beide Teams unverändert, ebenso die Offensivstärke der Grün-Weißen. Uwe Weidemann, Dreh- und Angelpunkt. Wagner legt ab auf Schappenberg. Thorsten Walter sicher trotz Patzer letzter Woche, bekam er volles Vertrauen von Trainer Uli Maslow. Eine knappe Stunde war gespielt, als Maslows Männer sich weiter nach vorne wagten, weil Libero Holger Fach auch mit aufrückte.
Da war so ein Fachwerk. Natürlich nützen den Düsseldorfern nur 3 Punkte, wenn man die Chancen noch wahrnehmen will. Fortuna im Aufwind, aber in der Abwehr immer mit katastrophalen Fehlpässen. Das war so einer von Kartemann. Und Willi, das Kampfschwein Landgraf, macht sich wieder auf den Weg. Sieht 4. Den muss er machen. Angelo 4, mustergültig aufgelegt vom quirligen Landgraf. Und da war wieder das Duell 4 gegen Walter. Sie kennen die Geschichte, liebe Zuschauer. Wenn man vorn das Ding nicht reinmacht, rappelt's meist im eigenen Karton. Man roch es förmlich bis auf die Tribüne, da bahnte sich was an. Lesniak auf Cedi. Das Duell gegen seinen Ex-Essener Kollegen Landgraf. Cedi schneller. Und der Ausgleich. 1:1, Matthias Jack, sein erstes Tor für Fortuna Düsseldorf. Aber entscheidend war, dass sich Cedi hier in dieser Szene durchsetzen konnte. Und dann noch Pech für Adam Matisek. Der Ball knallte noch mal gegen den Innenpfosten. Jetzt kehrte natürlich Ernüchterung in den Heidewald und man erinnerte sich der verpassten Chancen. Bei Gütersloh nun auch Libero Tschiedl vorne mit dabei. Da ist der Mann mit den weißen Schuhen. Aber weiterhin 1:1. Jens Tschiedl oder der große Schwarze mit dem blonden Schuh, wie man ihn auch nennen könnte, im Pech. Noch 10 Minuten zu spielen und beide Teams hatten ausgewechselt. Chito kam für Lesniak und bei Gütersloh Flock für den rot gefährdeten Rekas. Da ist Chito auf Tare. Und wieder der Nigerianer. Allein von Matisek. Glück für Gütersloh, dass Chito nicht die Nerven behält. Da hätte er mehr draus machen müssen. Jetzt nur noch 7 Minuten und Freistoß für Gütersloh. Scharpenberg tritt an und wieder Thorsten Walter mit den Fingerspitzen. Die Zeit lief dem Team von Hannes Linsen nun davon, gut 5 Minuten vor dem Ende. Und noch einmal Ecke für Gütersloh durch Block. Meier und 4. Es ist nicht zu glauben, Angelo 4 und sein Saisontor Nummer 13. Die Zeitlupe. Meier, sehen wir gleich. Köpft, Walter lenkt an die Latte und 4 gewinnt. So auch der FC Gütersloh, verdient nach Chancen 2:1. Aufstiegsambitionen bleiben wach. Detlef Watzke mit Interviews. Es war ein attraktives Spiel mit unheimlich vielen Torchancen, das auch vor allen Dingen daran lag, dass Düsseldorf gewinnen wollte und die ganze Zeit mit dem Libero vor der Abwehr gespielt hat. Man muss sehen, dass uns ein Punkt nichts genützt hätte hier. Deswegen haben wir weiter ohne Libero gespielt. Wir haben nach vorne gespielt und versucht, das Spiel zu gewinnen. Ob wir hier einen Punkt holen oder nicht, das ist im Grunde genommen nicht so entscheidend, um vielleicht noch irgendwo eine theoretische Möglichkeit zu haben, mit in den Aufstiegskampf einzugreifen. Hätten wir hier 3 Punkte gebraucht. Und wie gesagt, deswegen muss man da volles Risiko gehen.